Und damit willkommen zurück zu diesem extrem schwierigen Spiel. Weil wir haben Drogoth, den muss ich weghauen mit meinen Reitern, Ritter und zwei Rohirrim. Mal gucken, wie das klappt. Und Glorfindel und Hexenkönig. Ja, hier haben wir noch ein paar Truppen stehen. Es ist nicht schlecht, aber es wird komplett chaotisch. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Aber wir versuchen unser Bestes. Na? Mal schauen. Mal gucken. Ich kann nur on the fly. Ich versuche Baumeister zu snipen oder so. Fertig. Keine Ahnung. Wenn ich rechts oben bin, wird er wahrscheinlich in der Mitte und links starten. Also Mitte unten und links unten. Mal gucken. Mit den Reitern bin ich ja recht zügig unterwegs. Das ist der einzige Vorteil. So. Okay. So ungefähr. Soldaten! Abwehrstellungen einnehmen! Gehen wir! Menschen der Rittermark! So. Verteidigt dieses Land! Die laufen dadurch, die laufen dadurch. Leuchtfeuer ist egal. Ich muss jetzt gucken, dass ich da. So, starten die hier wahrscheinlich nicht. Okay. Das ist schon mal schlecht. Aber gut, so ist es halt. Weil ich jetzt frontal drauf gehe, das ist ganz beschissen. Okay. Ich versuche so über die Ecke. Gollum interessiert niemanden. Da ist der Feind, genau. So. Okay, ich mache hier gerade ganz viel Scheiße. Okay, den haben wir tot, das ist gut. Der muss weg. Okay. Die Reiter sterben, das gefällt mir gerade gar nicht. Okay, die sind tot. Das ist schon ganz schlecht. Können wir Glorfindel tot töten? Nein. Okay. Können wir nicht. Ja, das sieht scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Oh mein Gott. Ja, nee, das sind zu... Oh Gott. Der Hexenkönig lebt da auch noch. Das kannst du so vergessen, Mann. Oh mein Gott. Oh meine Fresse, ey, das ist so unmachbar. Krass. Nee. Bei aller Liebe nicht. Vergiss das. Ich krieg Drogoth halt nicht weg. Und da ist alles am Arsch. Nee. Also war ein guter Versuch, aber dabei bleibt's halt. Es war einfach ein guter Versuch. Na, ich hab kein Geld, ich hab nichts gewonnen. Ich hab einen Baumeister getötet. Und das war's. Und der Drache. Der Drache halt einfach, ne? Keine Chance da. Bei aller Liebe nicht. Das ist. Ein Hexenkönig hat auch noch irgendwo stehen.
Wo ist ein Trauerpferd schon wieder? Weil wenn der sich jetzt heilt, ne? Dann ist halt auch... Dass das noch lebt, das ist so witzlos, Mann. Und aua. Die Dunkelheit verschlingt ja, ja. Es ist zu weit. Das Gebäude hier ist für alle Freiheitsschäden. Ganz viel Dunkelheit. Der explodiert einfach. Unser Land sitzt im Bereich zum Gefecht. Ja. Und vereinfachen Bogenschützen. Seid wachsam, Männer. Baumeister töten wir natürlich super. Baumeister töten wir natürlich gigantisch gut. Positionen! Reihe bilden! Macht euch kampfbereit! Absetzen! Positionen! Lasst uns auf das Gebäude ist bereit! Na, nee, nee, nee. Da. Obwohl. Ja. Vielleicht. Wir müssen woanders los. Wo sollen wir? Wir werden angegriffen. Wir müssen unser Land verteidigen. Reiter Rohan! Nee, 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 da geht nichts. Da geht gar nichts. Soldaten, bereit in den Kampf, Männer. Weiterschießen, Männer. Weicht nicht zurück, Männer. Macht euch bereit. Menschen der Rittermark. Attacke! I mean, I can try, aber... Nee. Ich meine, wenn ich die alle weghau... Ne? Aber mir wird das Geld ausgehen. Und zwar ziemlich heftig. Ich kann versuchen hier irgendwie, aber... Ich weiß nicht mal. Wir haben viel zu tun. Was macht der denn da? Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh. Das ist halt so eine Verschwendung. Achtung! Soldaten, kommt bereit! Unsere Truppen werden angegriffen! Alter, der ist überall. Nee. Der ist so am Arsch. Oh Mann. Das Gebäude ist fertig. Nee, je länger ich hier bleibe, desto mehr Armee. Stärke bekommt er, das ist halt, die schießen nicht, das ist, klar, ich krieg noch meine Reiter und so, aber Leute, ganz im Ernst. Ich verliere hier mit allem. Ja. Mit allem. Ja, ja, ja. Drachen sind zu stark, das ist zu stark, das... Vergiss das, Mann. Ja, Hexenkönig gibt's auch noch. Der macht so viel Damage. Ja, den Drachen hat er natürlich da. Ja, der ist tot. Selbst mit den Reitern werde ich es nicht schaffen, weil da alle Gebäude schon Level 6 sind. Also 3, also Full Level. Oh Mann, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. So. Aber ich versuch's. Sehr unwahrscheinlich, hier irgendwas noch zu retten, aber hey. Wer weiß. Hätte ich ihn sofort gefunden, vielleicht, aber habe ich halt nicht. Den zu töten natürlich super.
Auch wenn es gerade nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber hey, vielleicht. Wo sollen wir bauen? Wir haben viel zu tun. Lasst keinen am Leben! Sie greifen wieder an! Oh mein Gott. Nee. Nee. Nein. Okay. Moment, ich kann noch versuchen, ein bisschen was zu töten. Aber das war's dann auch. Die Noldors noch, aber nee, der hat zu viel. Das ist einfach. Nee, okay, cool. Ja, schwierig. War mir aber fast klar, dass ich das nicht gewuppt bekomme. Also, du kriegst die Baumeister nicht schnell weg. Ist einfach so, ich hatte keinen Stand und dann ist halt drin. Wir haben ein Land verloren. Das ist halt einfach keine Chance. Ja, weiß nicht. So, mit ganz viel Glück. Mit ganz, ganz, ganz viel Glück rennen sie alle hier rein. Wenn ich Pech habe, rennen sie über das schwarze Tor rein und hauen mir hier alles kaputt. Aber das werden wir sehen. So, brauche ich hier noch eine Festung? Eigentlich nicht. Okay. Moment. Eowyn können wir noch dazu holen. Alles, was man halt hat, hat man, ne? So. Hier könnte ich eine Festung bauen. Alter. Ja, schwierig. Da sind 4 Truppen drin. Ich habe nichts. Mir einen Turmwache. Okay. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich muss halt versuchen, irgendwo wieder was zu schaffen. Da mal Bogenschützen. So keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich bin so lost auf diesem Posten hier. Das Katapult ist nett, aber das bringt mir gerade auch wenig. Soldaten, ja, keine Ahnung. Lieber ausrüsten. Bogenschützen sind gut. Ja. Weiß nicht, was ich mit Faramir machen soll. Ich würde den. Ich hätte den schon gern hier. Aber dann müsste ich mit Theodor. Ja, komme ich auch nicht. Okay. Da kommen sie nicht hin. Ja, muss ich sie fast hier hinschmeißen, ne? Nithilien. Wenn Nithilien angegriffen wird, ist halt auch mies. Wenn aus Gilead angegriffen wird, ist auch fies. Weil aus Gilead kann ich halt so echt schlecht halten, aber. Ich habe halt einen Katapult und ein paar Bogenschützen dran, das ist halt nichts. So, in Osgiliath könnte ich nichts ausbilden. Hier in Ithilien wenigstens ein bisschen was. Da muss ich den fast darüber ziehen. Und Faramir, keine Ahnung wohin. Hier hin. Ich meine, die hier brauche ich gar nicht in dem Land. Ist eigentlich egal. Ja. Ithilien. Ja, Bogenschützen hier. Ja, ist schon wichtig. Ist schon wichtig. Ich will mich ja nicht ganz verwundbar machen. Andererseits ist das Land viel verwundbarer.
Ist einfach so. Nicht viel. Ich weiß halt nicht, ob ich versuchen soll, das schwarze Tor zu verteidigen, aber das wird halt auch nicht klappen. Also ich könnte versuchen, darüber zu gehen und Minas Morgul solo zu verteidigen. Schwierig, Mann, schwierig. Ist eh eine Festung, also das geht, aber... Ja, ich glaube, ich mache das so. Da kann ich dann durch Theoden ausbilden. Ich habe Führerschaft, das hilft auch ein bisschen. Ja, na gut. Aha! Okay. Okay, okay. Das gibt mir die... Warum macht der das so? Das gibt mir die Chance zu gewinnen. Ich habe hier Boromir, nur Soldaten und ein Bataillon. Also der Drogoth wird gefährlich. Aber ist machbar. Ist machbar, theoretisch. Wird nicht leicht, aber ist machbar. Bogenschützen ausbilden, Drogoth. Das müsste free sein. Mal gucken. Okay. Aragorn bleibt stehen, der muss halt nochmal kämpfen. Hier wird's halt böse. Oh Mann, Leute. Okay, okay. Die Elben. Haldir. End. Zack, zack, zack. Und Kankra wieder. Und ich habe den gleichen Bums, nur ohne schwere Rüstungen. Das macht's schwieriger. Aber er dürfte auch nichts ausgerüstet haben. Okay, als nächstes kommt Rogash. Der ist auch böse. Ja, da muss ich dann mit Theoden wieder hier hin. Festung. Okay, vielleicht nicht. Mal schauen. Speichern. Ganz wichtig, speichern. Okay. Muss ich häufiger machen. Nee, ich mache jetzt Ende Episode und dann der nächsten gucken wir mal, was wir da schlagen. Aber wahrscheinlich mache ich einfach nur den Safe-Dings hier oben und gut ist. Ja. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye. Thank you.